Mein Name ist Costa Haikias von der CapTrader GmbH und ich begrüße Sie zum heutigen Webinar mit dem Gilbert Kreuzthaler. In diesem Webinar spricht Gilbert Kreuzthaler über die Action Bar und die Hotkeys. In anderen Worten, wie man schnell die Favoritenfunktion erreicht. Und dann möchte ich auch nicht lange stören und übertrage direkt den Bildschirm zum Gilbert Kreuzthaler. So, Costa, vielen Dank für die Anmoderation. Sehr gerne. Möchte Sie sehr herzlich begrüßen, wiederum zu unserem monatlichen Standard-Event, mehr oder weniger mit CapTrader. Welche Features vereinfachen mir das Trading? Heute ist der Teil Action Bar und Hotkeys dran. Ich möchte da ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Gilbert Kreuzthaler, bin der CEO und Founder von GinaTrader.com. Und ja, freue mich, dass ich heute wieder so viele Leute im Kanal habe. Es macht immer Spaß, mit CapTrader hier so Webinare zu halten und den GinaTrader ein bisschen herzeigen. Ja, heutiges Thema, wie gesagt, Action Bar und Hotkeys. Ein bisschen in die Tiefe gehen. Das sind ja Teile im GinaTrader, die einem das, Moment, soll ich mich dann da draufklicken, die einem das ganze Trading und so weiter vereinfachen sollten, damit man Funktionalitäten schneller erreicht, die man eigentlich immer wieder verwendet. Das heißt, wir fangen heute an mit dem Action Bar, generelle Einstellungen, was kann ich grundsätzlich auch über den Config Escort einstellen, beziehungsweise, wie man auch sehen kann, über ein spezielles Tool im Action Bar selbst. Dann, wie kann ich mir Indikatoren einrichten, die ganzen Einstiegs-, Entry-Favoriten, Order-Vorlagen, wie kann ich mir Zeiteinheiten hinzufügen, wegnehmen und so weiter. Instrumentlisten anlegen, beziehungsweise nicht Instrumentlisten anlegen, sondern wie kann ich mit Instrumentlisten umgehen. Im Action Bar, das ist auch eine sehr interessante Sache, die ist auch noch nicht so wirklich durchgedrungen, was hier der große Vorteil ist. Dann Zeichenobjekte, dann die Price Styles, die es noch gibt, die kann ich mir auch reinlegen, damit ich unterschiedliche Price Styles hier dann verwenden kann mit einem Mausklick. Und dann kommen wir zu den Hotkeys, die auch teilweise diese Funktionalitäten auch abbilden, aber doch ein bisschen weitergehen, damit ich wirklich, sehr viele Leute sind ja nicht mausorientiert, sondern Hotkey-orientiert, arbeiten sehr gerne mit der Tastatur. Und da haben wir auch viele Funktionalitäten oder viele Möglichkeiten, um seine Favoritenfunktionalitäten auf eine Tastenkombination zu legen. Da gibt's dann einerseits die allgemeinen, dann gibt's die Action-Bar-abhängigen Hotkeys und dann auch gibt's die AD++-Hotkeys. Da wird gerade gefragt, sind diese beiden Funktionen auch in der Mercury-Version nutzbar? Ja, nicht alles. Da komme ich dann drauf hin, was Andromeda-spezifisch ist. Aber grundsätzlich ist der Action Bar und sind die Hotkeys auch für die Mercury-Version verfügbar. Dann springen wir rüber in den GinaTrader. Ich habe mal vorsichtshalber den Action Bar entleert. Und auch obwohl er entleert ist, sieht man auch hier doch das eine oder andere Icon, das hier verwendet wird. Und ich werde Ihnen jetzt durch diese nochmal zurückzukommen auf das hier, werde ich mal grundsätzlich durchgehen. Wir werden mal die generellen Einstellungen uns anschauen und was es hierzu zu sagen gibt. Es gibt hier dieses Icon Action Bar Settings oder die rechte Maustaste. Wenn ich mit der rechten Maustaste hier in den Action Bar klicke, springt dieses Settings Pop-up direkt auf. Ich habe hier die Möglichkeit, einerseits mal auszuwählen, ob ich diesen Slider-Bar der verschiedenen Timeframes sehen möchte oder nicht sehen möchte, beziehungsweise ob ich die Trading-Bets sehen möchte. Das heißt, das sind Dinge, die kann ich mir über die Einstellungen
auswählen. Das ist, habe ich schon kurz erklärt. Also das ist, sind hier die, ist der Timeframe Slider, wo ich sehr einfach die verschiedenen Zeiteinheiten mir auswählen kann. Das hier sind, ist das zum Beispiel das Standard Trading Pad, das ich mir auch aus- und einschalten kann. Wenn ich dieses Icon nicht sehen möchte, dann, wenn es mir im Weg ist, dann kann ich das natürlich hier auch ausschalten, und zwar nochmal rechte Maustaste, klick das hier weg, sag hier mal Apply, und damit sind genau diese Trading Pads, das heißt der Dome und so weiter, Death of Market und das, der, diese Timeframe Slider sind dann weg. Kann ich mir wieder einschalten, eins nach dem anderen, Apply, dann sieht man jetzt wieder, das sind genau dieses Order Stream Icon ist dann da, dann Dome, dann die Option, das Options-Trading-Pad und so weiter. Also diese Dinge, alles was dann mit Trading zu tun hat, sind dann hier eingeblendet. Und der Timeframe-Slider kommt eben mit dem, und dann ist das hier auch wieder da, dieser Timeframe-Slider, den man sich anschauen kann. Das heißt, diese Dinge sind in den generellen Settings des China-Traders einstellbar. Vielleicht auch noch zur Erklärung, wir haben hier unten zwei Buttons, Apply oder Übernehmen, beziehungsweise Übernehmen für alle, Apply for All. Was das hier bedeutet, ist, wenn Sie können hier unterschiedliche Einstellungen für unterschiedliche Charts machen, was natürlich auch oft Sinn macht. Wenn Sie denn diese Einstellung hier, dieses Einstellungs-Pop-up von aus diesem Action-Bar hier aufmachen und nur auf Apply drücken, dann wird das genau nur für diesen Action-Bar geändert. Wenn Sie, also das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel den Slider-Bar weg und sage Apply. So sehen Sie, jetzt ist der hier weg, aber hier ist er noch sichtbar. Das heißt, ich kann mir grundsätzlich unterschiedliche Action-Bars einstellen, aber Vorsicht, sobald ich hier drauf drücke, Apply for All, ist er überall weg. Das heißt, in allen meinen Charts, die irgendwo offen sind, wird das dann so umgeändert. Das heißt, ich kann mir dann Cross-Chart über alle List-Chart-Gruppen, die ich hier habe und was auch immer, Einzelcharts, kann ich mir das so einstellen, dass ich sagen kann, das ist eine Einstellung, das für alle gilt. Oder hier über den Apply-Button kann ich es mir nur für den einzelnen Action-Bar einstellen. Nehmen wir das wieder dazu. Beziehungsweise Apply sieht man wieder, jetzt ist es nur hier. Apply for All ist wieder überall drinnen. Ich möchte jetzt gerne, was man natürlich auch immer wieder hat, ist, man möchte gerne Platz sparen, beziehungsweise man möchte nicht das Ganze hier sehen andauernd, sondern immer nur zu bestimmten Zeitpunkten, zum Beispiel wenn ich mit der Maus in den Chartbereich komme, beziehungsweise wenn ich vielleicht nur den per Mausklick öffnen möchte und dann wieder schließen möchte. Dazu gibt es hier diese drei Auswahlfunktionen, wo man sagt, okay, das ist Fixed Action Bars, heißt, der Action Bar ist immer da. Den sieht man immer und ich muss ihn nicht extra irgendwo aktivieren. Wenn ich das hier einschalte, okay und okay sage, dann ist es so, dass der Action Bar grundsätzlich verschwindet. Wenn ich jetzt dann auf den Preis, auf die Preisskala drücke, dann ist er da. Das heißt, hier kann ich ihn einschalten, damit ich, wenn ich hier dann drauf gehe, dann geht er nicht sofort auf, sondern ich klicke hier drauf und dann springt der Action Bar auf. Das heißt, ich spare mir, wenn ich sobald ich wieder rausgehe, hier aus dem, wieder ins Chart gehe, dann springt der Action Bar wieder weg und ich klicke wieder hier drauf auf die Preisskala. Und dann springt er mir auf und bleibt so lange da, solange ich mich mit der Maus in diesem Bereich bewege. Sobald ich rausspringe, irgendwo anders hin, ist der Action Bar weg. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich hier einstellen kann, on Mouse Move, das heißt auf Mausbewegung. Das bedeutet Folgendes, dass sobald ich mit der Maus in den Bereich komme, springt mir der Action Bar auf. Das ist natürlich eine Sache, ja, einige Leute benutzen das. Mich persönlich würde das, hat so ein bisschen Unruhe immer drauf, wenn ich hier
klicke und da springt immer was auf und was zu. Aber es gibt User, denen gefällt das, die haben das und macht natürlich auch Sinn, dass ich den Action Bar immer dann sehe, wenn ich hier rausspringe. Natürlich, wenn ich sehr viel mit dem Action Bar raufspringe aufs Chart, wenn ich den Action Bar sehen möchte, aber sonst für die normale visuelle Analyse eines Charts nicht sehen möchte. Also diese Möglichkeiten gibt's. Entweder on Mouse Move oder auf Klick auf die Preisskala, dann springt's auf. Oder ihn permanent zu sehen. Das ist dann der Fixed Action Bar hier. Dann ist er immer sichtbar. Und ich sehe immer alles, was hier drinnen ist. So. Nächstes Thema sind Indikatoren. Man hat ja seine Lieblingsindikatoren. Und diese Indikatoren hier immer auszuwählen, ist natürlich mühsam. Wir haben es ja versucht, so einfach als möglich zu machen, indem man hier die Indikatoren auch mehr oder weniger eingeben kann und man sofort auch sieht, welche Indikatoren zu einer bestimmten Suchfunktionalität hier auch auftreten. Aber ich habe so einfach meine bestimmten Lieblingsindikatoren, die ich ganz einfach sehen möchte. Und das macht natürlich immer, hat man sein Problem, wenn man mit mehreren Indikatoren arbeitet, dann sind die Dinger immer hier unten und der Chart wird kleiner und kleiner und kleiner und irgendwann sehe ich nur mal Indikatoren und sehe meinen Chart eigentlich nicht mehr, dieser ganze Bereich hier ausgefüllt ist. Und dafür haben wir uns die Indikatoren in den Action Bar gelegt. Man geht wieder hierher auf rechte Maustaste, wählt hier Indikatoren aus und ich kann mir jetzt meine Lieblingsindikatoren hier auswählen, die ich gerne sehen möchte. Das Bollinger Band zum Beispiel. Doppelklick. Und ich kann mir hier auch meine speziellen Einstellungen auch machen. Das heißt, ich kann mir hier meine Einstellungen dann auch vorbelegen, so wie ich es gerne hätte. Zum Beispiel, wenn ich eine Farbe gerne hätte von der Mittellinie nach oben oder von der Mittellinie nach unten, wähle ich mir hier die rote Farbe zum Beispiel aus, von der Mittel zu der oberen Linie, kann mir hier dann die Transparency einstellen, das heißt, die machen wir gleich mal Apply. So. Sage hier okay, jetzt habe ich hier das Bollinger Band drinnen mit meinen Einstellungen. Gehe nochmal auf OK und damit habe ich das Bollinger Band. Also haben wir schon ein Bollinger Band drinnen. Egal. So, jetzt habe ich es weggestellt. Jetzt, wenn ich hierher fahre, dann sieht man, das Bollinger Band wird hier jetzt eingeblendet. Das heißt, das sind dynamische Indikatoren, die ich mir nur dann anschauen oder nur dann sehen möchte, wenn ich wirklich mit dem Mauscursor drüber fahre. Das heißt, ich muss mir nicht das ganze Chart vollbacken mit Indikatoren, sondern ich lege mir die hier nach der Reihe ab, hole mir hier dann noch den, gehe wieder auf Edit, hole mir den RSI rein zum Beispiel, hole mir den Climatic Distance hinein, hol mir dann noch die SMAs rein, die ich gerne verwende. 8, wie auch immer. SMA, so. Leg mir das jetzt drüber, stelle mir natürlich jetzt hier den 8 ein. So, und damit habe ich jetzt mal meine Lieblingsindikatoren, falls sie das sind, hier reingelegt. Gehe hier wieder auf OK. Damit sind Sie mal in dieser Auswahlliste drinnen und kann jetzt wieder entscheiden, möchte ich die nur auf dem Chart haben oder möchte ich sie überall haben. Wenn ich sie überall haben möchte, gehe ich hier auf Apply for All, sage okay und damit sieht man, dass sie jetzt überall sind. So, ich schaue mal, sind da jetzt Fragen reingekommen noch? Komme ich dann später dazu zu den Fragen, ja?
Gut, okay. Das heißt, hier haben wir mal die Indikatoren uns reingelegt und jetzt sieht man auch schon, wenn man hier drüber geht, sieht man die unterschiedlichen Indikatoren, die hier nach der Reihe eingeblendet werden. Das heißt, ich, wieder gesagt, sehr platzsparend. Ich sehe den Indikator nur dann, wenn ich ihn wirklich sehen möchte. Wenn ich ihn jetzt aber auf Dauer sehen möchte, persistieren möchte, dann klicke ich hier drauf und dann ist dieses, ist dieser Indikator hier. Sobald ich hier dann nochmal draufklicke, ist er wieder dynamisch und kommt nur dann, wenn ich mit der Maus hier drüber marschiere. Das heißt, hier hat man seine Möglichkeiten, sich seinen Indikator, seine Lieblingsindikatoren einzustellen, die ich gerne sehen möchte und verbaue mir nicht das komplette Chart damit. Ich schaue mal rüber, da gibt es einige Fragen zu den Indikatoren. Ja, ich habe den Volumenindikator in der Action Bar und ich kann ihn ein- und ausschalten. Wenn ich nun über das Volumen eine SMA legen möchte, geht das nur einmalig zu schalten. Danach ist der SMA in einem eigenen Pendel. Kann man das dauerhaft zusammenfassen? Das heißt, Volumen das ist mir jetzt ein bisschen Volumen einem SMA legen möchte, dann geht das nur einmalig zu schalten. Danach ist der SMA in einem eigenen Pendel. Das mag sein, ja. Wenn das so ist, dann müssen wir uns das mal anschauen. Das heißt, das wäre grundsätzlich ein, muss man schauen, wo das dann eingestellt ist. Ich schaue mir da nochmal an, der SMA, das heißt, das wäre hier grundsätzlich, dass man sagt, ich habe den SMA und den, ja, wir haben hier immer, okay, sehe ich schon, Chart Panel, nein, das wird, mit dem SMA wird das nicht möglich sein, das heißt, der SMA über Volumen ist im Moment nicht möglich. Wir schauen uns das mal an, es ist auf jeden Fall ein Input, der mal auf jeden Fall. Falls wir etwas finden, Herr Roscher, dann würden wir Ihnen das schreiben. Ich habe es mal notiert. Möchte auch jetzt nicht zu lange herum experimentieren mit Dingen, die, ja, um das Webinar nicht zu lange auszudehnen. Apply for All ändert das nur den aktuellen Arbeitsplatz oder auch für andere Arbeitsplätze. Geht ADX auch? Okay, kleinen Moment. Schauen wir uns gleich an. Okay, gehen wir rüber auf einen anderen Arbeitsplatz, Workspace, schauen wir uns irgendeinen an, Location Point Light, Workspace. Das heißt, wir haben jetzt hier nur die Indikatoren drinnen. Machen wir hier auf. Dauert ein bisschen. Na, komm schon. So, jetzt springt ja ganz woanders drauf. Okay, das ist mit dem Workspace-Wechsel zu tun. Das heißt, das wechselt dann, wie man hier sieht, über alle Charts, hinweg über Workspaces. Das heißt, das ist hier Apply for All, heißt wirklich über alle Workspaces hinweg wird hier das dann übertragen. Gehen wir wieder zurück auf unseren CapTrader-Webinar. Zur nächsten Frage. Kann man das auch mit dem bringt hier ein bisschen auf und ab. Moment, geht der ADX auch natürlich. Ja, es geht jeder Indikator, den man hier auswählen möchte. Gehen wir hier mal rein. Wählen wir uns den ADX aus. Edit. So, haben wir ihn hier. Apply ist auch hier. Und wir haben dann auch den ADX. Und sobald ich hier mit dem ADX reinfahre, sehe ich ihn auch. Was man hier dann auch machen kann, ist mit den Indikatoren
ich kann mir die natürlich einstellen. Das heißt, diese Reihenfolge, die ist nicht zwingend vorgegeben, sondern ich habe hier das Move Up, Move Down. Das heißt, ich wähle mir den SMA aus und ich sage, ich möchte den eigentlich weiter oben haben, weil das ist wirklich mein Favorit. Dann gehe ich auf Move Up und dann ist er ganz oben. Sage hier wieder Bestätigung und jetzt habe ich den SMA ganz oben angereiht. Das heißt, ich kann mir auch hier meine Sequenz meiner Lieblingsindikatoren dann auch einstellen. Kann man bereits im Chart die Indikatoren in die Action übertragen oder muss jede Einstellung, die muss jedes Mal neu eingestellt werden. Ist aber, glaube ich, verkraftbar, weil das macht man einmal und dann hat man wirklich die Indikatoren auch drinnen, die man machen kann. Das heißt, eine Übertragung aus dem Chart ist nicht möglich. Können diese Indikatoren in der Mercury genutzt werden? Ja, alle, die in der Mercury natürlich verfügbar sind. Das heißt, in der Mercury sind grundsätzlich die Indikatoren, die wir hier drinnen haben, alle verfügbar. Das heißt, wenn ich hier auf Edit gehe, dann sehe ich, diese Indikatoren, die hier drinnen sind, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die sind alle auch in der Mercury vorhanden. Ja. Man sieht das an jedem drinnen. Natürlich mit den anderen, ich kann mir hier auch Premium-Indikatoren, wenn ich welche habe, über Packages, beziehungsweise meine Scripted-Indikatoren kann ich hier mit reinnehmen. Das heißt, alles, was hier grundsätzlich über dieses Indikatoren-Pop-up verfügbar ist, was im Chart ist, kann ich mir natürlich auch hier dann in den Action-Bar legen. Scripted Conditions, wenn ich mir meinen Lieblings-Stairway reinlegen möchte, habe ich den auch hier, sage auch okay. So. Wiederum apply. Jetzt habe ich auch ein Signal drinnen und sehe, wo dieses Signal dann auftritt, zum Beispiel. Also alles möglich, was hier grundsätzlich in Indikatoren-Pop-up drinnen ist, kann ich mir hineinlegen in den Action Bar. Gut, ich nehme jetzt ein paar heraus. Wiederum, wenn ich dann entfernen möchte, ganz einfach auf Remove oder mit der Entfernen-Taste hier drauf drücken. Entfernen geht hier nicht. Okay, Remove. So, jetzt habe ich genau nur mehr meine Indikatoren, die ich dann auch sehen möchte. Apply oder Apply for All, wie auch immer. Und damit habe ich jetzt dann auch wieder die ausgeräumt, die ich nicht sehen möchte. Okay. Zur Frage, ob ich nochmal zeigen könnte, wo man den CCI Long Test Indikator korrekt und das Scan oder Indikator einfüge. Das verstehe ich nicht ganz. Du meinst auch, Michael, in den Action Bar. Nehme ich mal an, oder? Dann hier, wie vorhin gezeigt, Edit. Ich habe hier eine Condition. Wo immer der CCI Long ist, ich nehme mal an, der ist hier irgendwo drinnen. Finde ich jetzt, oder können hier natürlich auch suchen, CCI. So, ich habe hier ein CCI Long Signal, nehme den hier her. Das heißt, ich kann mir hier natürlich über den Kurztext alles rausfinden, was hier insgesamt drinnen ist, aber jetzt das CCI Long Signal hier rübergegeben. Bestätigt das Ganze, damit habe ich es auch hier in der Liste. Wiederum drücke hier drauf und jetzt habe ich auch das CCI-Signal drinnen. Klicke hier drauf und ich sehe, wo immer ein CCI-Signal auftreten würde. Für, zum Beispiel in dem Fall hier sieht man, okay, hier ist das CCI-Signal, das hier gekommen ist. Und das wäre dann mehr oder weniger auch hier über den Action Bar erreichbar. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, Michael. Ich muss mir den Fragenbändler ein bisschen aufziehen. Die Fragen sind sehr schwer zu lesen hier. Moment mal. Nächste Frage. Habe ich hier. Ich habe den EMA über dem Volumen bei den Indikator Input 10 auf 10 gestellt. Fehlt mir jetzt die
der Zusammenhang. Ich habe den SMA über die Umsätze gelegt. Es ist schon lange her, dass ich das gemacht habe. Auf dem Stegreif kann ich nicht zeigen, aber ich müsste das Handbuch konsultieren. Ja. Ja, wie gesagt, da schreiben wir, ich habe mir das mal vorgemerkt. Ich schaue mir das dann an, wie das genau funktionieren kann. Und ich werde Sie dann informieren darüber. Genau wieder die Frage kombinierte Indikatoren. Also die Frage kommt jetzt relativ oft jetzt. Was ist mit den kombinierten Indikatoren? Ich kann mir, gehen wir nochmal rein in das Thema Indikators. Was ich jetzt machen kann, ist natürlich das. Ich habe einen Volumenindikator. Edit. Ich nehme hier einen SMA zum Beispiel. Und ich kann natürlich hier bei den Indikatoren auch einstellen, woraus sich dieser SMA berechnen soll. Und wenn sich wenn man hier sieht, auf der Close-Serie berechnet, wenn ich den über das Volumen berechnen möchte, dann habe ich entweder hier die Möglichkeit, ich nehme mal an, Volumenindikator, dass ich den hier mir auswähle. Das ist der Volume Uptown. So. Dann habe ich hier als Input-Serie, Moment nochmal, Volumen, okay, Volumen Up-Down auf Close berechnet, so, ja. Und jetzt habe ich denen einen SMA über das Volumen Up-Down hier eingestellt. Und den kann ich natürlich hier drinnen kombinieren und kann das hier dann mehr oder weniger direkt drinnen sehen. Und wenn ich den hier dann bestätige, diesem SMA, dann habe ich diesen SMA über das Volumen gelegt. Muss man den jetzt natürlich dann noch in ein Pendel legen, in ein Chart-Pendel und sagt, der liegt hier nicht im Chart-Pendel, sondern liegt auf einem New-Pendel, auf einem neuen. Und dann sieht man auch, wie der SMA hier über das Volumen läuft. Das heißt, das ist hier möglich, dass ich mir das natürlich einstelle, dass ich einen SMA über ein Volumen drüber laufen lasse. Dadurch, dass man hier nur einstellen kann, New Pendel, hat man nicht die Möglichkeit, genau diesen Indikator hier einzulegen. Das müsste einer sein, der wirklich fix drinnen ist und der dann hier aufgerufen wird. Das heißt, die kombinierte grafische Anzeige gibt es nicht über den Action Bar. Ich glaube, das ist jetzt ein... Okay, sollte jetzt damit, glaube ich, geklärt sein. Ich habe es jetzt auch nicht lange Zeit nicht wirklich richtig verstanden, die Fragen, aber jetzt ist es mir klar. Das heißt, die visuelle Anzeige von Kombinierten, die müsste man fix reinlegen und ich kann mir hier, weil das ja immer in diese Richtung geht, dass man hier dann aus Edit einstellt, das ist in einem neuen Pendel soll das unten angezeigt werden, kann ich natürlich nicht zwei Indikatoren visuell übereinander legen. Das geht nur, wenn ich das wirklich im Chart drinnen direkt mache. Das heißt, diese kombinierten Indikatoren müssten wirklich im Chart dann fix persistent drinnen bleiben. Okay, gut. Ja, nächster Teil. Geht ja ähnlich weiter. Das ist jetzt aber hier nur eine AT++-Funktionalität.
Und zwar kann ich mir meine Lieblings-Setups hier auch einstellen, die ich gerne sehen möchte. Man hat ja die Möglichkeit in AT++, entweder bekomme ich hier ein Signal, mache hier einen Doppelklick drauf, okay, dann müsste man natürlich jetzt auch ein Konto einstellen. So, Simulationskonto. Mache hier einen Doppelklick und ich bekomme hier mein Setup eingestellt. In dem Fall ist es das MACD Crossover Long, wie immer das dann definiert worden ist mit Targets oder mit keinen Targets, aber man sieht hier, dass grundsätzlich dieses Setup gleich Risiko Money Management gemanagt hier eingestellt wird. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo ich sehe, okay, das ist jetzt zwar, ich habe zwar kein Signal bekommen, aber das wäre genau das, was ich visuell jetzt erkannt habe, das möchte ich jetzt handeln. Und da bleibt ja die Möglichkeit über, dass ich mir hier rechte Maustaste, ich wähle meine Strategie aus und kann mir das jetzt dann noch einstellen. Ist natürlich immer ein Umweg, muss ich immer mehrere Tasten hier betätigen, um einerseits die Einstiegsorder hinzubekommen, um das richtige Setup dann auszuwählen und so weiter. Um sich das, diesen Weg zu ersparen, kann ich jetzt natürlich auch meine Lieblingssetups hier über die Entry-Escorts einstellen, wo ich meine Signale habe, die ich mir ja auch über den, nur um das zu zeigen, wo kommt das her? Und zwar im Setup-Escort habe ich mir unter Standard, da habe ich eine große Anzahl, in meinem Fall eine große Anzahl von Signalen, aber ich habe mir nur einige wenige hier ausgewählt. Das heißt, in MACD Crossover Long, MACD Crossover Short, Turtle Long, Turtle Short, die Stairway, Jojo und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt auch noch einen Reversal Long Green Bar und Red Bar dann vielleicht hier zur Auswahl haben möchte, dann gehe ich grundsätzlich mal in den Setup Escort und wähle mir diese beiden Signale hier aus. Mit OK wird das Ganze bestätigt. Und jetzt möchte ich meine Favoriten hier mit reinnehmen. Und man sieht jetzt auch, dass diese beiden, die ich gerade ausgewählt habe, jetzt auch mit drinnen sind. Das heißt, um die hier zu aktivieren in dieser Liste, muss ich mir zuvor im Setup Escort diese Signale auch einstellen, dass das die Signale sind, die dann auch hier in den Scannern gescannt werden. Wenn ich jetzt mir die hier auswähle, Jojo, Stairway zum Beispiel, und auf OK gehe, dann sehe ich jetzt hier drinnen diese Buttons. Das heißt, das ist ein Buy und das ist ein Sell Button. Und je nachdem, wo ich jetzt mich gerade befinde und sehe, okay, das ist ein Signal, das ist nicht aufgetaucht im Scanner, aber das ist mein Signal, das ich visuell handeln möchte, nach einer bestimmten Methode, dann klicke ich einfach hier drauf und habe jetzt hier genau dieses Setup mit reingelegt, Risiko und Money gemanagt. Das heißt, man sieht genau, was hier an Risiko ist, wo die laut meiner Definition die Targets liegen und wo der Einstieg ist. Kann mir natürlich das Ganze noch verschieben und klicke hier dann drauf und kann das relativ schnell heraus jetzt hier traden. Das heißt, ich muss nicht im Chart auf rechte Maustaste gehen und mir etwas aussuchen und sagen, okay, jetzt, Moment mal, das ist, müssen wir das ausschalten. So. Kleiner Moment, bitte. Draußen klopft am Fenster. Okay. mein Hund möchte immer wieder mal ein Kekschen haben. Dann macht er draußen Radau. Okay, gut. Ja, das heißt, hier nicht lang auswählen, sondern ganz einfach Button drauf. Ich habe sofort mein Setup hier eingestellt, kann es mir noch ausjustieren, so wie ich es brauche und sage, okay, ich möchte diese Situation hier handeln und bin sehr schnell mit meinen Favoriten-Setups, die ich hier einstelle. Wie gesagt, kann es aber dann auch in die Gegenrichtung, das heißt, ich klicke hier drauf auf den Buy-Button, habe jetzt das Long-Setup drinnen, klicke dann auf den Sell-Button und das dreht sich sofort um und richtet sich je nach der
Ausrichtung des Setups dann auch wieder richtig ein in die Short-Richtung. So wie immer ich das haben möchte, kann ich es mir hier in die Long- oder in die Short-Richtung dann mein Setup handeln. Also sehr, sehr flott, sehr flink und ich weiß ganz genau, ich bin in meinem Risiko. Ich muss dir nicht lang die Ordergrößen einstellen, beziehungsweise ich mache keine Fehler, dass ich irgendwo versehentlich eine Long-Order eingebe, obwohl ich Short gehen möchte. Ich mache keine Fehler mit den Stops oder mit den Targets, dass ich die in die falsche Richtung auslege, sondern ich habe alles mit einem Klick drinnen und kann hier ganz flink und ganz sicher nach meinen Regeln auch handeln, visuell, ohne dass ich ein Signal bekommen habe. Jo, okay. Also das heißt, das wäre hier der zweite Teil gewesen, die Indikatoren und die Entry-Favoriten noch einmal, die man hier über einen Button oder über einen Eintrag hier in den Action-Part legen kann. Nochmal, um das wirklich auch klarzustellen, das heißt, diese Buttons, die oder diese Setups, die ich hier auswählen möchte, die muss ich zuvor über den im Setup Escort hier richtig eingestellt haben. Wie gesagt, das ist auch eine Funktionalität, die es nur in der Andromeda gibt. Das heißt, ich wähle mir hier meine Session aus und ich muss die hier aktivieren, um sie dann auch im Action Bar als zur Auswahl zu bekommen. Gut. Nächster Punkt sind die Order-Vorlagen. Das ist ja etwas Ähnliches als diese. Und zwar, die Order-Vorlagen sind ja hauptsächlich interessant auch in der Mercury, damit ich mir meine zumindest eine Teilautomatisierung meiner Order-Setups auch habe, wo man sich eine Order-Vorlage einstellen kann. Ich schau mal, habe ich eine hier? Okay, kann ich jetzt, ich muss da mal kurz weg, aus dem, so, ich habe hier eine Order-Vorlage, kann natürlich die Order-Vorlagen nur dann auswählen, wenn keine AT++-Strategie läuft, habe aber jetzt hier zum Beispiel einen Ausbruch Long. Okay, das ist auf einer höheren Zeiteinheit eingegeben worden, aber das ist jetzt zum Beispiel hier eine Order-Vorlage, die eingegeben worden ist, schon vor längerer Zeit, und ich möchte mir die hier grundsätzlich solche Order-Vorlagen, die ich hier oben habe, ist zwar relativ flink hier auch von hier aus auszuwählen, aber ich kann ja doch sein, dass ich hier mehrere habe und ich möchte nicht immer hier draufklicken, kann mir die natürlich auch hier im Action-Bar einstellen, gehe auf Order-Templates und wähle mir hier eine dieser Order-Vorlagen, die ich zusammengebaut habe, hier aus. Vielleicht auch die zweite noch und bestätigt das hier wieder. Und so sieht man hier, dass jetzt hier diese Buttons kommen auch, wo man schon sieht, das ist der Ausbruch Long, das ist der Long Breakout, dass ich mir auch die von hier aus auswählen kann. Das heißt, würde ich jetzt hier, wenn ich in der Mercury bin, dann habe ich natürlich diese Buttons hier nicht, wo da die ganze automatisierte oder halbautomatisierte Strategien drinnen sind. Aber um dennoch eine Orderstruktur mir schnell reinlegen zu können, ohne zu sagen, hier ist Einstieg, hier ist der Stopp, wenn man sieht, dass das dauert alles, hier ist der Stopp, Sell, Stopp und ich möchte mir hier zwei Targets noch reinlegen, Limit und ein weiteres Limit. Das habe ich übrigens, wie man diese Order-Vorlagen erstellt, das ist übrigens im letzten Webinar besprochen worden, bitte nachzuschauen bei unserem YouTube-Channel. Das heißt, das letzte Insight-Webinar dreht sich genau um diese Sache, wie ich mir hier Order-Vorlagen erstellen kann. Aber um sie schnell in den Chart zu bringen, hat man genau das. Das heißt, wir haben diese Order-Vorlagen abgespeichert das letzte Mal und die habe ich jetzt hier und brauche ich nur mal hier draufklicken und ich habe mit einem Klick genau meine Order-Vorlagen, wo ich die Einstiegsorder habe, den Stop-Order, die Target-Orders, aber auch die richtigen Verbindungen drinnen. Bis man das alles zusammengestellt hat, vergehen natürlich ein paar Minuten, wenn ich das manuell machen muss. Jetzt kann man sich diese unterschiedlichen Orders in ein Template legen, aber um die dann wirklich auch schnell reinzubekommen, dafür habe ich dann auch entweder die Auswahl von hier,
muss aber nicht mehr auffallen, mir das jeweilige auszusuchen aus einer langen Liste vielleicht, sondern habe meine Lieblingsstrategien, Lieblings-Order-Templates hier drinnen, klicke hier drauf und habe das mit einem Klick dann auch im Chart drinnen. Bestätige dann noch das Ganze und ab diesem Zeitpunkt ist diese Order-Vorlage dann aktiv und kann auch so gehandelt werden. Ja, das heißt, schon mal einige Sachen, wo man sich wirklich das Trading sehr, sehr vereinfachen kann, wo man sich bestimmte Funktionalitäten, die man immer wieder verwendet, nicht irgendwo aus dem Menü auswählen muss, sondern wirklich hier auf der Seite hat. Nächster Teil. Die Zeiteinheiten. Das ist auch ein Thema, das immer wieder auch im Support mal ankommt bei uns. Wie kann ich die Zeiteinheiten verstellen hier? Ich habe, keine Ahnung, eine 45 Minuten Zeiteinheit, die ich gerne sehen möchte. Ich habe eine 3 Minuten Zeiteinheit, die ich gerne sehen möchte. Ich hätte gerne ein Tick Anzeigemöglichkeit hier drinnen vordefiniert. Wir haben ja unsere verschiedenen Zeiteinheiten, die es gibt. Einerseits sieht man die hier in dieser Auswahl, andererseits sind sie hier im Sliderbar drinnen und ich habe hier natürlich die Möglichkeit auch zu sagen, ich möchte jetzt ein 45 Minuten Chart sehen. Klicke hier drauf, dann wird das Ganze berechnet, da habe ich jetzt einen 45 Minuten Chart drinnen. Was wir hier drinnen zur Verfügung stellen, sind so die Grundeinstellungen. Das 1 Minuten, das 5 Minuten, 15, 30 Minuten und so weiter. Das sind die Chart-Einstellungen, die meistens verwendet werden. 10 Minuten könnte vielleicht noch dazukommen, aber wenn ich das 10 Minuten Chart auch hier drinnen haben möchte, dann muss man eben Folgendes machen. Entweder man geht in das Settings, in den Konfigurations-Escort. Und habe hier die Möglichkeit, mir meine Timeframes einzustellen. Das heißt, auch hier hat man alle diese Einstellungsmöglichkeiten, die man sich herrichten möchte für mein Trading. Oder ich kann das auch direkt von hier heraus machen, dass ich hier wieder auf rechte Maustaste gehe und mir hier meine Timeframes einstelle. Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel auch einen 10-Minuten-Chart sehen. Dann klicke ich hier drauf, gebe hier 10 Minuten ein, bestätige das und damit habe ich jetzt auch einen 10-Minuten-Chart drinnen. Oder ich möchte jetzt einen 2-Stunden-Chart haben oder ich möchte einen Range-Bar-Chart haben. Ein Volume-Chart, ein Heikin-Ashi-Chart, ein Renko-Chart und so weiter. Das heißt, das sind hier lauter Zeiteinheiten und Anführungszeichen, die hier zur Auswahl stehen und die kann ich mir hier natürlich dann auch mit reinnehmen und kann mir die dann anzeigen lassen. Das heißt, wir haben hier die 10 Minuten dazu genommen. Vielleicht nehmen wir jetzt noch ein Break dazu. So, jetzt habe ich auch das hier drinnen. Das ist auf, okay, das wird dann relativ dauert lange. Nehmen wir ein, nicht so lange dauert, Ranges, Volumes, sage ich hier noch, Dix. Ah, Blödsinn, da muss ich auswählen. Tagi, so, okay, habe ich hier einen Tagi noch drinnen. So, und ja, habe jetzt diese Zeiteinheiten mit eingenommen, kann jetzt wieder natürlich auswählen, möchte ich die überall sehen oder möchte ich diese Zeiteinheiten nur in diesem Chart sehen. Nehmen wir es überall, okay. Somit habe ich jetzt drinnen, genau in dieser Auswahl, jetzt das 10-Minuten-Chart und kann mir das jetzt auch schon auswählen. Und jetzt sieht man aber, ich habe jetzt hier das Monatschart und komme plötzlich ins 10-Minuten-Chart hinein. Das ist auch nicht ideal. Das heißt, ich möchte natürlich schon die Auswahl in einer Sequenz haben, wenn ich eins nach dem anderen mache, dass ich dann auch wirklich in der Zeit halt bin. Zum Beispiel, ich möchte das 10-Minuten-Chart zwischen dem 15- und zwischen dem 5-Minuten-Chart sehen. Dazu gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass ich mir
dass ich hier auf den Timeframes das gleiche mache, wie ich schon zuvor gemacht habe. Auch ich schiebe mir das hinauf, Move Up. So, stelle mir das zwischen 5 Minuten und 15 Minuten ein, bestätige das wieder. Damit hat sich das Ganze jetzt umgestellt und ich habe jetzt das 10 Minuten Chart hier unten. Und auch wenn man jetzt hier drauf klickt, sieht man auch, dass ich hier auch das 10 Minuten Chart auch drinnen habe. Das heißt, die sind jetzt wieder von beiden Richtungen auswählbar. Einerseits hier im Action Bar, im Timeframe Slider oder auch wiederum hier in der Auswahlliste im Menü. Das heißt, auch diese Dinge sind hier einstellbar. Ich kann mir das wiederum nur fürs Chart einstellen oder grundsätzlich sagen, ich möchte diese Zeiteinheiten überall haben. Dann gehe ich wieder auf Apply for All und stelle mir das dann grundsätzlich ein und dann sind diese Zeiteinheiten dann für jedes Chart auch verfügbar zur Auswahl. So. Nächstes Thema. Zeiteinheiten haben wir jetzt durch. Instrumentlisten. Das ist ja auch eine spannende Sache. Und zwar Instrumentlisten im Action Bar. Was soll das wirklich bezwecken? Und zwar die Instrumentlisten im Action Bar sind hauptsächlich Watchlisten, die man sich reinstellen sollte. Was auch immer man reinstellen will. Aber grundsätzlich hat man zum Beispiel hier eine NASDAQ 100 Liste. Dies ist, ja, steht da, so wie sie auch von dem NASDAQ Index auch vorhanden ist. Und da möchte ich aber jetzt mir eine bestimmte Auswahl treffen. Zum Beispiel alle meine Long-Werte, die für mich in eine Long-Liste reinkommen sollen. Und das ist auch eine sehr hilfreiche Funktionalität, weil man hier aus einer großen Anzahl von Listen auswählen kann. Hier ist natürlich bei mir ist immer relativ viel drinnen, aber ich habe zum Beispiel hier eine Longliste. Ich schaue, ob auch irgendwo eine Shortliste noch drinnen ist oder vielleicht ist es besser, wenn ich das jetzt neu erstelle. Hier wäre auch eine Shortliste drinnen. Ja. Erstellen wir mal eine neue Liste. Angenommen, ich möchte eine Watchliste haben, eine Long-Watchliste und eine Short-Watchliste. Und die möchte ich natürlich auch sehr effizient befüllen. Dabei habe ich die Möglichkeit, dass ich mir eine neue Instrumentliste anlege. Und zwar sage ich hier, das ist meine Long-Watch-List. So. Speichere mir die ab. Ich habe noch keinen Wert drinnen. Und ich lege mir auch eine Short-Watch-List an. Schauen wir jetzt unter den, könnte natürlich auch eine Kategorie vergeben. Wäre vielleicht besser gewesen, ja, aber wir sehen jetzt hier drinnen schon, wir haben jetzt eine Short-Watch-List und da gibt es auch die Long-Watch-List dann dazu. Jetzt hier ist die Long-Watch-List. Das heißt, die sind aber beide leer. Unter allen anderen haben wir schon Werte drinnen. Die beiden sind noch leer und hier haben wir noch keine Werte. Das heißt, die sind jungfräulich und sind noch nicht befüllt worden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich mir genau diese Listen hier reinlege. Habe jetzt hier die Longwatch-List. Gebe hier wieder den ersten Buchstaben ein, bin auf S und habe jetzt hier dann die Shortwatch-List. So, jetzt sehe ich hier diese
beiden Buttons. Die sind im Moment grau. Und grau heißt, dass dieser Wert, wo ich gerade draufklicke, nicht in dieser Liste vorhanden ist. Möchte ich den jetzt aber aus irgendeinem Grund in eine Shortlist fügen, den ANSS, so klicke ich hier drauf und damit sieht man damit wieder rot. Das heißt, dieser Wert ist in der Shortlist, Shortwatchlist drinnen. Jetzt kann ich mir natürlich mehrere Werte in die Shortlist legen, wie auch immer man sich dazu entschließt. Kann mir natürlich auch wiederum Werte in die Longlist legen und so weiter. Das heißt, ich gehe jetzt durch viele verschiedene Werte durch und möchte die mir manuell zusammenbauen. So. Jetzt habe ich einige Werte in der Longwatchlist drinnen. Kann man sich natürlich auch anschauen, indem man den Instrument Escort aufmacht, sich seine Nein, das ist hier nicht die Linien. Moment mal, wo sind wir in der Long? Hier, sich die hier anschaut und da sieht man jetzt auch schon, dass diese Werte sind hier drinnen in der Long Watchlist, beziehungsweise ich kann es mir jetzt auch hier anschauen. Ich gebe hier einen Namen ein, den Long Watchlist, wähle das hier aus und ich sehe auch, dass diese Werte jetzt, die ich vorher über diese Buttons ausgewählt habe, auch in dieser Liste drinnen sind. Das heißt, ich kann mir grundsätzlich mal Instrumentlisten hier über den Action Bar zusammenbauen, relativ simpel, und kann mir die in diese Liste reinlegen. Jetzt, der nächste Schritt ist natürlich das, dass ich die auch beobachten möchte. Und wenn ich eine Long, wenn ich eine, einen Wert in eine Longlist reingelegt habe, möchte ich dort natürlich auch auf Long-Signale dann warten, bis ich eines bekomme. Und das ist wieder eine Sache, die in der Andromeda extrem hilfreich ist. Ich lege mir hier, mache mir eine Liste, die Listchart-Gruppe auf, wähle mir hier diese Long Watchlist aus, wähle mir hier meine Zeiteinheiten aus und ich bekomme genau meine Watchlist, die hier diese Long Watchlist ist, wo ich genau meine Long-Signale drinnen sehe. Und wenn natürlich, wenn ich in einer Long-Signale dann auch ein Long, in einer Long-Watchlist auch ein Long-Signal sehe, dann macht es natürlich umso mehr Sinn, dass ich auch dann dieses Long-Signal auch handle. Oder viel mehr Sinn natürlich. Oder dass ich da, weil dann sehe ich ganz genau, ich bin in einer Long-Liste und ich möchte hier auch wirklich nur Long handeln. Damit, das habe ich auch in einem Vor-Webinar schon gezeigt, um wirklich keine Short-Signale in einer Long-Watchlist zu bekommen, weil ja das Bias dieser Long-Watchlist ja in die Long-Richtung zeigt und mich nicht verwirren zu lassen, hat man ja hier wiederum im Scanner drinnen die Möglichkeit, die Signals Direction anzuzeigen zu lassen, sondern ich möchte hier wirklich nur mehr Long-Signale bekommen. Das ist aber in einem vorigen Webinar, Insights-Webinar, das ich gezeigt habe. Das heißt, hier kann ich mir ausfiltern, dann, dass ich wirklich keine Short-Signale bekomme, sondern immer nur Long-Signale bekomme. Das heißt, ich habe eine Long-Watchlist, die grundsätzlich ein Long-Bias hat. Ich habe hier ein Long-Signal. Ich bekomme nur Long-Signale und das macht natürlich viel mehr Sinn, dass ich dann wirklich mir diese Signale dann viel genauer anschaue. Ja. Was aber hier noch ist, wir sehen hier viel mehrere Buttons. Das ist hier natürlich ein Template, eine Vorlage. Und die Vorlagen werden nicht überschrieben, wenn ich Apply for All sage, sondern es werden wirklich nur die Charts überschrieben, die direkt im China Traders sind. Dort wird dann überschrieben, aber eine Vorlage wird dadurch nicht überschrieben. Also da sieht man jetzt diese Vorlage, diese Listchart-Gruppenvorlage hat natürlich noch alles drinnen. Würde ich von hier aus dann jetzt nochmal sagen, apply for all, dann werden diese Einstellungen übernommen und man hat auch in dieser Long Watchlist genau diese Einstellungen drinnen, die ich auch in den anderen Listchart-Gruppen oder in den anderen Charts auch habe. Ja.
Okay, wo war ich jetzt stehen geblieben? Okay, ja, genau. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ich irgendwann am nächsten Tag wieder mal durchgehe durch meine Liste und sage, okay, das ist auch ein Wert, der soll in die Long rein, die Longliste. Ich komme aber da zu irgendeinem anderen Wert dann, der schon drinnen ist, wie zum Beispiel der und sagt, der macht keinen Sinn mehr in der Longliste und den nehme ich jetzt raus. Und ich könnte ihn aber jetzt auch gleich in die Shortliste legen. Was aber passiert ist das, dass hier automatisch auch diese Listen hier abgedatet werden. Das heißt, die kommen, wenn ich hier eine Auswahl mache, die nehme die, die ist schon drinnen, die Google nehme ich jetzt mit und sage, ich möchte die auch in der Longliste haben, gehe jetzt drüber auf die Long-Watch-Liste, so sehe ich, dass die Google auch schon drinnen ist. Das heißt, ich kann mir über diese Buttons hier genau meine Watchlist auf- und abbauen, so wie ich es brauche und muss mir nicht jedes Mal eine neue Liste zusammenstellen, sondern ich mache das ganz einfach hier. Da gibt es dann noch eine schnellere Funktionalität, das zeige ich Ihnen noch, wie man das dann noch schneller schaffen kann. Stichwort Hotkeys. Okay. Muss mal schauen, wo ich zeitlich bin. Ja. Gut. Wird noch eine circa halbe Stunde dauern, bis ich wirklich durch bin mit dem ganzen Thema. So, das waren jetzt die Instrumentlisten. Zeichenobjekte und Price Styles machen wir die gleich zusammen. Im Endeffekt wieder dasselbe Spiel. Ich habe meine Lieblingszeichenobjekte, die ich auch immer wieder verwenden möchte. Und auch meinen Price Style. Kommen wir zuerst zu den Zeichenobjekten. Ich habe mein Fibonacci Retracement, das ich gerne drinnen haben möchte. Ich habe meine Linie, die ich gerne haben möchte. Und natürlich wird es auch darum gehen, dass ich vielleicht mir meine eigenen, weil das ist, wenn ich die hier drinnen habe, diese Fibonacci Retracements, so sind die natürlich in der Default-Ausprägung. Wenn ich aber jetzt meine Spezial Fibonacci Retracements habe, wo ich mehrere Linien noch dazu habe, mehrere Retracement Levels mir einzeichnen, so kann ich natürlich auch über die Templates mir das auch so herrichten, dass ich halt unterschiedliche, dass ich nicht die Standardeinstellungen habe, sondern meine eigenen Fibonacci Retracement Einstellungen. Das ist zum Beispiel jetzt hier Fibonacci Retracement Location Points, wie man das benennen möchte und kann mir die dann natürlich aber auch wieder so herrichten, dass sie dann zusammengruppiert sind. So, und jetzt gehe ich wieder auf OK. Jetzt habe ich auch diese Linien drinnen. Fibonacci Retracements klicke hier einmal drauf. Das dürfte es schwarzer. Ah, okay. Nein, passt schon. So, okay. So, und haben wir das jetzt hier eingestellt? Das heißt, ich klicke hier drauf und habe jetzt hier genau meine Location Points. Und hier sieht man genau, das ist jetzt der schwarze Adler auf schwarzem Hintergrund. Ich habe mir meine Location Point Fibonacci Retracements in schwarzer Farbe hier eingestellt und dann sieht man sie natürlich nicht. Das heißt, das hier sind die Originalen, die sind in weißer Farbe, beziehungsweise reagieren auf den Hintergrund. Ich habe hier meine Arrow Line drinnen. Ich möchte zum Beispiel hier einen Pfeil irgendwo einzeichnen und so weiter, wenn ich das immer wieder machen möchte. Und so weiter. Das heißt, das sind hier meine Zeichenobjekte, die ich immer wieder verwende und die ich natürlich auch in meinen Einstellungen, die ich gemacht habe, dann auch weiterverwenden möchte. Nochmal, wie man ein Moment, das muss ich jetzt ausschalten. So. Die Einstellungen können Sie ja machen, jetzt hier auf diesen Punkten. Sie klicken auf einen dieser Punkte drauf, dann geht die Einstellung hier auf und Sie können sich hier dann Ihre Einstellungen verändern zum Original Fibonacci oder Sie machen hier eine neue Linie hinzu, fügen sich hier eine ein, wählen wir hier die rote Farbe aus. Das ist dann auf 1,5. So. Und das ist jetzt das Fibo
speichern wir das hier ab. Genau diese Einstellung, das möchte ich natürlich auch sehen, muss ich auch drauf. Dann sieht man jetzt auch hier schon, dass hier das auch unten erscheint. Und kann mir dann dieses Zeichenobjekt auch in der Drawings auch auswählen. Jetzt haben wir hier drinnen das Fibonacci Retracement Fibo Red. Kann mir hier wieder das Ganze nach oben schieben und habe jetzt auch dieses Fibonacci Retracement drinnen. Und wenn ich das jetzt hier einzeichne, aha, was ist jetzt hier passiert? Aha. Spannend. Das muss ich mir anschauen. Das hat er jetzt irgendwie nicht drin. Eigentlich sollte das gleiche rauskommen wie hier. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Im Speichern. Hat er eigentlich. Ah, nein, das ist es. Okay, es war nicht angehakt. Sorry. Jetzt müsste es stimmen. Muss man natürlich immer wieder überprüfen. Das heißt, dieser Haken war nicht angehakt. Der muss natürlich, hier kann ich ein- und ausschalten, welche Labels ich sehen möchte oder nicht sehen möchte. Sieht man auch hier unten wieder. Das heißt, ich klicke hier drauf. Damit ist es natürlich weg. Jetzt schalte ich es wieder ein. Jetzt speichere ich das ab. So, jetzt möchte ich ein Fibo Red einzeichnen. Und dann sieht man auch, wie diese rote Linie hier auch dann schon mit drinnen ist. Das heißt, darüber kann ich mir natürlich meine persönlichen Einstellungen machen, über diese Chart Drawing Templates dann, und kann mir dann die auch mit reinnehmen in den Action Bar. Ja. Preis. Genau. Letzter Punkt, den wir jetzt hier noch haben, sind die Price Styles. Was sind die Price Styles? Die Price Styles sind genau diese Dinger, die wir hier drinnen haben, diese Auswahlmöglichkeiten, damit ich meinen Chart, dass ich einen Candle Chart, einen Line Chart, einen Bar Chart und so weiter hier einstellen kann. Das heißt, diese Charttypen verändern sich, aber das ist jetzt nicht zu verwechseln mit den Time Series, sondern einfach nur die Darstellung. Und das kann ich mir auch mit reinnehmen, indem ich da den Price Style auswähle und sage, meine Auswahl ist ein Equivolume Shadow, ist ein Candle Volume, ist ein Mountain Chart oder ein Line Chart zum Beispiel. Oder das wähle ich jetzt nicht aus, weil ich das mit dem Datenfit würde das jetzt relativ lang dauern, aber das, man sieht schon unten, jetzt kommen auch hier die unterschiedlichen Preisstile dazu. Das heißt, ich kann jetzt hier draufklicken, Candle Volume, dann habe ich jetzt hier, die sind übrigens sehr hilfreich auch. Ich werfe mal alle Removal Drawings, so. Die sind auch für die Volumentrader sehr hilfreich, diese Candle Volumes, weil man da wirklich sieht, in welches Volumen in Relation zur einzelnen Kerze gehandelt worden sind. Ja, das heißt, wenn man volumenorientiert ist, macht auch diese Darstellung dieser Candle Volume Kerze sehr viel Sinn. Beziehungsweise es gibt hier dann noch das Equivolume, eine andere Darstellung. Möchte ich dann aber wieder zurückwechseln auf die Candles, dann muss ich das mir entweder hier auswählen, gehe zurück aufs Candle Chart, beziehungsweise lege mir auch die Candles hier mit rein. Hier drauf, jetzt habe ich schon ziemlich voll. Still legen wir hier auch das Candle Chart mit rein. So. Und jetzt habe ich alles drinnen. Wo immer ich dann draufklicke, habe ich dann mit einem Klick meine Einstellungen. So. Das wäre grundsätzlich mal der Action Bar. Zu den Hotkeys. Kommen wir kurz zu den Hotkeys, die sind natürlich auch sehr, die werde ich aber relativ kurz abhandeln. Was man da noch machen kann, und zwar die Hotkeys findet man
in den Settings. Da gibt es eine große Menge davon. Die kann ich jetzt aber alle gar nicht durchschauen oder mit Ihnen durchmachen, sondern da möchte ich einfach nur darauf hinweisen, dass Sie sich die vielleicht mal selbst anschauen, wenn Sie wirklich mit der Tastatur verstärkt arbeiten möchten. Macht natürlich Sinn, dass man sich bestimmte Dinge nicht überall mit der Maus auswählen muss, sondern dass man die wirklich auch über die Hotkeys erreichbar macht. Da gibt es einerseits die Chart Groups, dann gibt es die verschiedenen Chart Pads, die wir draußen haben, zum Beispiel den Dome auf und zu machen oder das Trading Pad auf und zu machen. Das kann ich mir alles auf einen Hotkey legen, Order Stream ein- und ausschalten und so weiter. Das heißt, das sind lauter Funktionalitäten, die man sich hier auf Hotkeys legen kann. Einfach mal ausprobieren auch, einfach mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Kann mir auch genau das, was ich hier draußen habe, an Zeichenobjekten auch auf einen Hotkey legen. Zum Beispiel, ich lege mir jetzt, mach mal ein Fibonacci. Dieses Fibonacci Rate, das wir genau vorhin auch gemacht haben. Und da muss man jetzt aber auch achten drauf, dass man nicht einen Hotkey verwendet, der schon auch vergeben worden ist. Das heißt, ich versuche es mal irgendwie mit Ctrl F wird vergeben sein, Ctrl R. So, jetzt sehen Sie hier unten, ich habe hier Ctrl plus R gedrückt. So, das ist meine Taste, die ich gerne verwenden möchte für dieses Zeichenobjekt, wenn ich das über eine Tastenkombination in das Chart legen möchte. Jetzt gehe ich auf Assign, zuweisen und das heißt, diese Kombination wurde noch nicht vergeben. Würde ich das jetzt hier dasselbe nochmal versuchen, bekomme ich bereits den Hinweis, Ctrl R ist bereits vergeben, kann nicht dafür verwendet werden. Das heißt, man weiß auch, wofür ich es schon und man sieht auch in dieser Message, wofür das schon vergeben worden ist. Kann man hier auslesen. Natürlich auch in der deutschen Version ist das natürlich auf Deutsch auch beschrieben. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier das Ctrl R zugewiesen und wenn ich hier eingebe Ctrl R, bin ich sofort im Zeichenmodus und ich kann mir hier sofort mein Fibonacci reinlegen. Das heißt, ich kann es nicht nur hier über den Action Bar machen, hier habe ich wirklich meine Favoriten, aber was man über die Hotkeys machen kann, ist, dass ich das über die kompletten, Moment mal, Hotkeys, hier, ja, dass ich mir das über alle vorhandenen Drawing Objects mehr oder weniger reinlegen kann. Muss man sich natürlich merken, welchen Hotkey man für was verwendet hat. Ja, das heißt, wir haben hier unterschiedlichste Hotkeys für Order Templates. Dazu komme ich dann auch noch. Für Timeframes, das heißt, ich kann mir natürlich auch Timeframes hier einstellen, dass ich einen bestimmten Chart-Typ. Und zwar hier sind wir genau wieder dort, wo wir auch schon vorhin waren. Das heißt, wenn es sind genau alle Timeframes hier gelistet, die eingestellt worden sind. Ich kann nur die Listen hier, die bereits irgendwo mal erfasst worden sind. Aber was ich machen kann, ich kann mir zum Beispiel jetzt hier auch Timeframes einstellen. Das heißt, dann macht es auch Sinn, dass man aus dem Action Bar den Timeframe Slider entfernt, weil ich ja und mit den verschiedenen Hotkeys dann auf die unterschiedlichen Zeiteinheiten wechseln kann. Das heißt, für das 10 Minuten Chart, was bleibt da noch übrig? 3, 4, 5, was haben wir? 1, 2, ist auch 3, 4, 5. Ja, okay, da ist ziemlich alles aufgebraucht. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eines entfernen möchte, ich brauche das Monatschart nicht. Kann ich das hier mit dem, Moment mal, Remove, genau, so, habe ich das hier removed, habe ich das entfernt und ich kann jetzt diesen Ctrl-Alt
9 war das, glaube ich, auf das 10-Minuten-Chart vielleicht kriegen. Ctrl-Alt-9. So, habe das jetzt wieder hier eingegeben, Ctrl-Alt-9, sein, und jetzt ist es auf dem 10-Minuten-Chart. Und genau jetzt gehe ich hier auf Ctrl-Alt-9 und ich bin jetzt hier im 10-Minuten-Chart drinnen. Das heißt, ich kann mir dann genau auch über diese Hotkeys auch wirklich Zeiteinheiten und so weiter einstellen. Vielleicht, was Sie auch noch wissen sollen, ist, um hier rauf und runter zu scrollen, müssen Sie nicht immer mit der Maus das Ganze machen. Sie können das auch über Alt-Up, also Alt-Pfeiltaste hinauf, beziehungsweise Alt-Pfeiltaste hinunter auch so einstellen. Das heißt, Sie können sich hier durch diesen Timeframe-Slider auch mittels der Alt-Taste und dem Pfeil rauf oder runter hier sich durchscrollen durch diese Liste hier. Kann ich die Zeichnungen in einem Chart mit einem Hotkey entfernen? Zu dieser Frage, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo es ist, aber müsste eigentlich unter den Charts sein. Da haben wir relativ viel drinnen. Remove all drawings, Control Delete. Das ist ein voreingestellter. Das heißt, mit Control entfernen bekommen Sie dieses Pop-up und es ist alles weg. Also es sind eigentlich schon sehr viele Hotkeys auch schon voreingestellt, die man dann schon wieder verwenden kann. Alle Hotkeys, die so. Alle Hotkeys, die ein Non drinnen haben, haben keine Zuweisung noch. Das heißt, hier gibt es Potenzial, dass einzustellen. Wenn Sie das hier aber verändern möchten, dann gehen Sie ganz einfach hier drauf, Ctrl-R, auf Ctrl-L zum Beispiel, machen hier eine Zuweisung, okay, Ctrl-L gibt es schon, Ctrl-Z, versuchen wir das mal, ja, genau, Ctrl-Z würde noch da sein, das heißt, Sie können natürlich auch bestehende Hotkeys auch jederzeit überschreiben. Aber wie gesagt, hier haben wir hunderte von verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten von Hotkeys, die man sich hier einstellen kann. Vielleicht noch zu den Instrument-Lists. Das war ja eine Sache, wo ich gesagt habe, das möchte ich Ihnen noch zeigen, dass man das auch schneller machen kann. Weil ich vergebe mal Ctrl-Alt-L. Schauen, ob das schon vergeben ist. Und Ctrl-Alt-S. Ctrl-Alt-L war das. Okay, wieso macht er mir jetzt Menü? Das ist auch interessant. Okay, K kann er. L macht er. Das ist auch spannend. Mit dieser Taste. Okay, machen wir Ctrl-Alt-K und Ctrl-Alt-S. Ja. So. Ich habe jetzt irgendeine. Irgendwie schaffe ich das Long nicht hier einzugeben, Ctrl-Alt-Ctrl-Key, das ist aber spannend, weil das wird hier vom System erkannt. So, jetzt war ich kurz weg. Ja, hier können Sie auf jeden Fall Keys eingeben, die müssen natürlich vom System erkannt werden und werden so eingegeben, wie sie dann vom System eben erkannt werden, hier in diesem Feld. Das heißt, wir haben Ctrl-Alt-K und Ctrl-Alt-S jetzt mal eingegeben. Jetzt, was ist das für ein Vorteil? Sie haben jetzt hier den Nasdaq und möchten jetzt hier wieder Long- und Short-Listen eingeben. Das heißt, Sie gehen jetzt auf Ctrl-Alt-S, Sie möchten diesen Wert in die Shortliste geben.
Sie brauchen jetzt nur mehr diese eingestellte Tastenkombination, in unserem Fall Ctrl-Alt-S einstellen und Sie sind sofort und Sie haben diesen Wert sofort drinnen. Das heißt, Sie können eigentlich jetzt hier durchgehen mit der Cursor-Taste und sagen, das ist ein Wert, den möchte ich in die Shortliste haben, Ctrl-Alt-S und der ist in der Shortliste. Sie gehen hier weiter, möchten etwas aus der Longliste entfernen, Sie drücken den Short-Key, in unserem Fall Ctrl-Alt-K und der Wert ist aus der Longliste draus und den gehen wir gleich in die Shortliste hinein und ist zu diesem Zeitpunkt auch in der Shortliste drinnen. Das heißt, Sie können jetzt hier wirklich extrem schnell durch viele hunderte Werte durchgehen und können daraufhin mit einer Tastenkombination entscheiden, in welche Watchlist Sie das Ganze legen möchten, gehen danach in die Watchliste und haben ganz genau diese Werte drinnen, die Sie auch dann hier über die Tastenkombination ausgewählt haben. Wie man sieht, man geht hier durch und man sieht auch, dass bei jedem Wert dieser Button auch rot markiert ist. Das heißt, er befindet sich in dieser Liste natürlich drinnen, weil wir in der Long-Watch-Liste drinnen sind. Das heißt, das wollte ich Ihnen noch zeigen mit den Hotkeys, was man hier auch mit diesen in Kombination mit dem Action Bar auch machen kann. Das heißt, ich lege mir hier grundsätzlich in den Action Bar meine Favoritenlisten hinein. Diese Buttons sind aber nur dazu da, um Werte in diese Instrumentlisten dann einzufügen. Und das können Sie dann aber auch noch einmal beschleunigen, indem Sie dafür Hotkeys vergeben. Ich zeige es Ihnen nochmal wo. Hotkeys. Instrument Lists und hier haben wir das dann ausgewählt. Das heißt, es sind genau diese Werte auch hier in der Instrument Liste in der Auswahl auch vorhanden, die in dieser im Action Bar auch drinnen definiert sind. Und darauf können Sie dann Shortcuts vergeben. Was das noch ist, ist auch noch eine Sache, das heißt, diese Buttons hier, da haben wir unsere Favoriten ausgewählt. Ich kann mir aber auch auf ein Setup auch auf einen Hotkey legen. Das ist das Letzte, was ich für heute noch geplant habe, Ihnen das zu zeigen. Das heißt, wir haben ein Stairway, Long, wo ist das jetzt? Okay, das Discord Stairway. Okay, hier ist der Stairway, der LP Stairway. Und ich möchte das hier über einen, muss jetzt nachdenken, Long und Short, ja. Das ist jetzt der S-Key. Der ist schon vergeben. Muss ich natürlich immer wieder die finden, die noch nicht vergeben sind. Assign, okay, X ist noch nicht vergeben. Das heißt, ich habe jetzt hier mal dafür ein X vergeben. Für dieses Setup grundsätzlich, für dieses LP Stairway Setup. Gehe hier auf OK. Und wenn ich hier Ctrl X eingebe, dann bekomme ich hier sofort dieses Setup eingestellt in das Chart. Das heißt, ich bin extrem schnell, ich kann mir auch meine Setups, muss ich nicht mehr hier reinlegen, kann es mir zwar, aber ich kann mir das auch auf einen Shortcut legen. Wenn ich mit Ctrl X hier eingebe, bekomme ich das natürlich angepasst auch auf den aktuellen Markt aller AT++ Regelwerk, bekomme ich das hier so reingelegt, wenn ich Ctrl drücke, geht es in die Long-Seite. Wenn ich Alt X auswähle, dann wird es mir in ein Short Setup umgewandelt. Das heißt, das kann man hier auch genau diese Dinge, die wir auch hier drinnen haben, auf den Buttons im Action Bar, die kann ich mir auch auf Hotkeys legen. Und es ist genau das hier, wenn ich hier Ctrl X drücken würde, das ist der Hotkey für dieses Long Setup, dann wird ein Long Setup reingelegt. Wenn ich ein Alt X drücke,
dann wird mir ein Short-Setup reingelegt, beziehungsweise das gleiche erreiche ich auch hier über diese beiden Buttons, die ich mir vorhin auch definiert habe. So, okay. Viel Stoff wieder für heute. Gibt es ja aber alles zum Nachsehen auf unserem YouTube-Channel, hoffentlich auch bald auf dem CapTrader YouTube-Channel, damit Sie das Ganze dann auch nochmal durchschauen können, verdauen können. Ich werde auf unserem YouTube-Channel auch die einzelnen Zeiten drauflegen, wo Sie sich dann die bestimmten Hauptthemen auch anschauen können, damit Sie nicht durch das ganze Video durchscrollen müssen, werde ich das so lösen, dass Sie das auch auf einen bestimmten Zeitpunkt dann auch sehen, wann welches Thema dann genau beginnt. Ja, falls es noch Fragen gibt, ich wäre sonst für heute mit dem Thema durch. Danke, Michael, für das positive Feedback. Gibt sehr vieles, das immer wieder im Agenda versteckt ist. Ist sehr, sehr umfangreich, wenn man wirklich alles sich eingeatmet hat, was es so gibt, hat man wirklich hier eine sehr hilfreiche Software mit sehr vielen Tools, aber natürlich muss man die alle mal sehen, alle mal verstehen auch, und dann kann man sie auch gut einsetzen. Fein, okay. Dann hat es mich sehr gefreut, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, wünsche Ihnen auch einen schönen weiteren April. Wir sehen uns dann wieder in einem Monat circa mit einem weiteren Thema, das ich dann auswählen werde. Gut, dann schönen Abend noch und bis bald.